Show, ihr habt keine Zeit, aber Bock auf einen richtig leckeren, nahrhaften Nachtisch und süß und fruchtig darf es auch noch sein, dann ist das Rezept genau das Richtige für euch. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid und danke für die Daumen hoch im letzten Video. Und das Rezept ist wirklich richtig super, denn es ist mit Tofu gemacht, mit einem Tofu-Block, den ihr wirklich überall im Supermarkt kriegt und dadurch wahnsinnig sättigend und proteinreich. Alles, was ihr wirklich braucht, ist der Tofu-Block, eine Banane, 200 Gramm Himbeeren und wer möchte, es ist nicht zwingend ein bisschen Süße. Ich habe Erythrit genommen und das Ganze wird jetzt einfach püriert. Ja, das kann mal passieren. Ich habe eine Zutat vergessen. Zum Glück noch nicht püriert. Mir ist es noch aufgefallen. Einen halben Becher zuckerfreien Sojajoghurt bitte noch dazugeben. Aber ihr versteht das, da hat man doch keine Lust, das Video deswegen extra nochmal zu schneiden und von vorne anzufangen, ne? Aber jetzt mixen wir durch. So, fertig ist das gute Stück und es ist wirklich unfassbar cremig. Ihr habt hier einen richtig schönen Himbeerquark und proteinreich dank dem Tofu. Oh, mega. Es schmeckt wirklich ganz doll wie Quark. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst diesem gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sage ich bis dann. Ciao, ciao!